entscheidende Phase des Wahlkampfes wird jetzt eröffnet oder ist eröffnet worden. Doch inwieweit lohnt sich überhaupt der Wahlkampf? Haben wir uns unbewusst nicht schon entschieden für eine Partei oder einen Kandidaten? Oder wenn uns längst klar ist, wen wir wählen, können uns die Argumente und die Fakten, die wir jetzt hören, überhaupt noch umschwenken in unserer Entscheidung? Die meisten wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema stammen aus den USA. Dort sind die Verhältnisse klar. Auf der einen Seite die konservativen Republikaner, auf der anderen Seite die liberalen Demokraten. Und es scheint, dass die politische Meinung in Struktur und Funktion des Gehirns der Amerikaner unflexibel festgezurrt ist. Studien haben gezeigt, dass die Republikaner ein stärkeres Feingefühl für Negatives haben. Sie analysieren Bedrohungen genauer, sind stärker lust- und belohnungsgetrieben. Das Ganze kann man dann im Gehirn finden, denn sie haben einen vergleichsweise großen Mantelkern. Die Demokraten haben Antennen für Neues, das heißt, sie sind aufgeschlossen, sie sind optimistisch und stärker empathisch. Ihre Gehirne haben, so haben Forscher gefunden, einen größeren Gyrus cinguli und der Insellappen ist auch stärker aktiv. Doch sind diese Ergebnisse aus Amerika auch durch für unser Mehrparteiensystem, das durch Koalitionen geprägt ist, überhaupt übertragbar? Und fließen diese Erkenntnisse, wenn man sie denn hat, überhaupt in den Wahlkampf ein? Herr Lietz, Sie als Politiker. Fangen wir mit der Politik an. Wie sieht denn Ihr Wahlkampf aus? Ich bin Kandidat in einem Wahlkreis in Sachsen-Anhalt. Der ist strukturiert von einer kreisfreien Stadt, Dessau-Roßlau, bekannt durch Bauhaus Dessau, und der Lutherstadt Wittenberg und das Kreisgebiet um die Stadt herum. Das heißt, ich habe einen ländlichen Raum und ich habe richtig städtische Räumlichkeiten. Und hier zeigen sich ganz große Widersprüche einfach in der Erlebniswelt von ostdeutschen Menschen im ländlichen Raum und in der Stadt. So dass ich mir die Themen dahingehend überlegt habe, wie gehe ich, und gerade in Ostdeutschland, mit der Situation des demografischen Wandels um. Also was heißt Schrumpfung in den Kommunen, was heißt es, wenn die Dörfer nur noch zur Hälfte belebt sind, was heißt Rückbau von Infrastruktur, was Wasser und Strom angeht. Wie gehen die Menschen damit um, wenn sie auf einmal keine medizinische Versorgung mehr haben, die Ärzte nicht mehr da sind? Dann gibt es einen zweiten Raum, das ist eben der Raum der Stadt. Und da haben wir auch Rückbau in den Städten durch den demografischen Wandel. Die Städte gehen damit sehr unterschiedlich um. Und das Letzte, und das ist mein Hauptthema, ich habe eine Tüte entwickelt. Da steht drauf, mehr in der Tüte mit Mindestlohn, Arne Lietz, eine rote Tüte. Und das Thema Mindestlohn und demografischer Wandel und Perspektiven für Ostdeutschland ist das zentrale Thema, was auch viele interessiert, wo ich die älteren Leute, die Renten haben, gar nicht dahingehend erreichen kann, dass sie selber den Mindestlohn brauchen. Das ist das Thema Rentenangleichung wichtig, sondern ich emotionalisiere das Thema über ihre Enkelgeneration, über die Enkelgeneration der Nachbarn, über die der Verwandtschaft unter dem Motto, unsere Generation, die junge Generation ist weg. Im Westen oder im Ausland, wie kriegen wir die zurück und was heißt das, Perspektiven zu schaffen in Ostdeutschland? Herr Hartmann, politische Entscheidungen sollen ja, nach meinen Vorstellungen zumindest, auf Zahlen und Fakten beruhen. Aber gibt es denn irgendwelche Tricks aus der Rhetorikkiste, die auch helfen, dass diese Fakten den Wähler auch erreichen? Also damit sie nicht nur aus dem Bauchgefühl heraus entscheiden, sondern wirklich auch faktenbasierte Entscheidungen treffen können. Was bringen Sie den Politikern bei? Ja, es gibt bei den Politikern gute Redner und schlechte Redner. Manchmal ist die Politik gut, dann braucht man vielleicht als Trainer nicht so viel zu arbeiten, weil die Dinge für sich sprechen. Manchmal möchte Politik gestalten, obwohl die Lebenswirklichkeiten vielleicht was anderes verlangen. Und dann wollen Politiker trainieren, dass die Gestaltung auch verstanden wird. Der Gestaltungsansatz, der Gestaltungskonzept, das Gestaltungskonzept ankommt. Das kann man über Zahlen, Daten, Fakten, über Argumente natürlich vor Ort am besten versuchen und im Bürgerkontakt, im Gespräch, in der Versammlung erreichen, im Austausch. Und dann kommen da Emotionen. Was bringe ich den Leuten bei? Ich versuche ihnen zu sagen, hört erstmal zu, hört hin. Ihr seid für die Menschen da. Aber das wollen die natürlich immer gerne hören.
Wann kann man Politikern also was beibringen? Zunächst mal gibt es zwei Situationen, wo sie überhaupt kommen oder erreichbar sind. Einmal, wenn sie in ein Gremium hinein wollen, in den Deutschen Bundestag, wenn sie Karriere machen wollen, die nächste Karriereleiter aufsteigen wollen, dann kann man sie erreichen. Und das Zweite ist, sie sind vielleicht im Druck, im Stress und haben Sorge, irgendwo hinauszufliegen, den Fraktionsvorsitz zu verlieren. Und sie hören sich rum und kriegen in Flurgesprächen mit, ja, vielleicht versuch's doch mal mit Humor zum Beispiel. Vielleicht fehlt dir da ein bisschen Lässigkeit, ein bisschen Öffnung für Menschen. Vielleicht bist du zu programmatisch, hast Politikwissenschaften studiert oder als Juristin bist du gut. Aber der Zugang zu den Menschen, die Sympathieebene, das Bauchgefühl, die Verbindung, die vertrauen dir da nicht richtig. Und dann gibt es hier einen, die hören solchen Antennen, die haben Antennen dafür, die hören auf diese Signale und setzen sich damit auseinander, auch langfristig im Vorfeld, bevor es zu spät ist. Und andere kommen dann eben vielleicht wirklich kurz vor der Angst. Und als Trainer versuche ich dann nicht nur an der Stimme zu arbeiten oder einen Satz flott zu machen durch eine witzige Äußerung. Das sind alles Symptome. Man kann jemanden versuchen, die Stimme etwas zu senken oder Sätze kürzer zu machen, die Wortwahl anders zu wählen. Gut, das sind alles Symptome, an denen kann man arbeiten. Aber spannender ist es eigentlich, wenn jemand kommt und sagt, ich möchte noch mehr. Sagen Sie mir mal, wie das und das funktioniert, wie ich in den und den und den langfristig auch ein Coaching ansetze und nicht in einer Stunde ein völlig neuer Mensch werde. Herr Hens, was ist denn aus Ihrer Sicht aktuell die spannendste Erkenntnis dieses Themenkreises, Politik, Neurowissenschaften, Entscheidungsverhalten? Ja, also ich denke, man muss sich erstmal fragen, wenn man Neurowissenschaftler ist, dann kommen immer alle möglichen Fachrichtungen auf einen zu und sagen, Neuro ist ja jetzt total en vogue und jetzt wollen wir das auch mal machen. Und dann hat man Kulturwissenschaftler, die wollen was mit Neurowissenschaften machen und man hat Ökonomen, die wollen was mit Neurowissenschaften, man hat Forensiker, die dann auch immer was mit Neurowissenschaften machen wollen, was mit Schuld und freier Wille und so weiter. Man hat dann natürlich auch Politik als mögliches Thema, wo dann die Frage steht, können wir denn vielleicht politische Prozesse effizienter gestalten, wenn wir sie gehirngerecht gestalten? Und da muss man erstmal sagen, da wird es jetzt keine einfache Lösung geben. Die komplizierte Psychologie des Wählers und des Politikers wird nicht einfach dadurch werden, dass man sich das Gehirn anschaut. Vielleicht wird es sogar ein bisschen komplizierter werden zum Teil, weil man dann nicht nur die Psychologie kennen muss, sondern muss dann auch die Hirnforschung kennen. Und wenn man dann wissen will, was die Hirnforschung einem bringen kann, dann ist das, worauf man sich am allerwenigsten verlassen kann, ich sage jetzt mal etwas Provokantes, wohl wissend, dass hier im Raum Vertreter dieser Zunft sind, ist das, worauf man sich am allerwenigsten verlassen kann, die Medien. Weil man von den Medien ein komplett falsches Bild von den Möglichkeiten und der Anwendbarkeit von Hirnforschungsergebnissen bekommt. Also muss ich erstmal am Anfang fragen, was kann einem denn die Hirnforschung überhaupt bringen? Wir haben ja die politische Psychologie, das ist ein altes, etabliertes Fach. Beginnt mit dem autoritären Charakter quasi, dann, wenn man weiter zurückgeht. Die politische Psychologie macht das seit Jahren, beschäftigt sich mit solchen Fragen wie, was ist jetzt zum Beispiel Persönlichkeitsvariablen und der Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsvariablen und Wählerverhalten. Da gibt es viele Studien, die man sich anschauen kann. Die Frage ist, was kann ich die Hirnforschung dazu beitragen? Und zu den meisten dieser psychologischen Fragen kann die Hirnforschung natürlich erstmal anschauen, was dann im Gehirn passiert. Aber das heißt jetzt erstmal nicht, dass man dann automatisch gleich irgendetwas besser praktisch umsetzen können wird. Allein schon deswegen, weil man ja nicht den Wähler in den Scanner tun wird und man wird den Politiker nicht in den Scanner tun und sie werden vor allen Dingen ihre, was weiß ich, wie viele Wähler, was ist die Grundgesamtheit, die sie wählen könnte, die werden sie ja nicht in den Scanner tun und gucken, was würden die denn gerne haben, was hätten die denn gerne, womit kann ich die denn erreichen? Das ist ja unrealistisch, das ist keine Technik, die realistisch ist. Und deswegen muss man sich dann einfach mal fragen, was hat denn die Neurowissenschaft über die klassischen psychologischen Ansätze überhaupt anzubieten? Und es gibt da natürlich also Forschungsbereiche, es gibt Leute, die nehmen den Zugang über die Persönlichkeit, dann fragt man sich, was ist denn zum Beispiel die Persönlichkeit im Gehirn, was gibt es da für Achsen der Persönlichkeit und wie ist das im Gehirn repräsentiert. Das hilft einem aber auch nicht so viel, wenn man weiß, wie das Gehirn dabei mitwirkt.
Es gibt aber ein Feld, auf dem wir uns tümmeln und da kann es tatsächlich was bringen, noch das Gehirn mit dazu zu nehmen. Und das ist nämlich die Frage nach unbewussten Verarbeitungsprozessen. Ist ganz einfach so. Wir glauben ja alle, dass Menschen, wenn sie wählen gehen, nicht einfach rational die Situation analysieren und dann das für sich herausfinden, was für sie am besten funktionieren wird. Sondern Menschen haben ihre Gene, die sie prädisponieren, sie haben ihre Familie, die sie prädisponiert für bestimmte Wahlentscheidungen. Wir haben bestimmte Kapazitäten, Informationen zu verarbeiten. Und diese ganzen Sachen, die bringt jemand jetzt erstmal mit. Was wir uns anschauen, ist die Frage, wie unbewusste Prozesse dabei mitwirken. Also es ist nicht im Freudschen Sinne, dass man da quasi mal nicht Herr im eigenen Haus ist und da passiert ja irgendwas, wenn ich handle, und das habe ich gar nicht so genau unter Kontrolle, sondern wir fragen uns einfach, wie viel von dem, was man bei einer politischen Entscheidung oder bei einer anderen Entscheidung tut, ist einem denn eigentlich bewusst? Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Frage. Und es ist auch eine spannende Frage für die Selbsterkenntnis, die wir als Menschen haben. Nämlich, wir glauben, wir sind rationale Wesen und wir können auch immer Gründe anführen, warum wir bestimmte Dinge gut finden. Aber diese Gründe sind nicht notwendigerweise die Ursachen dafür, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten haben, dass wir uns entschieden haben auf eine bestimmte Art und Weise oder dass wir einer bestimmten Partei das Kreuzchen gemacht haben. Also wir schauen uns diese unbewussten Prozesse an. Und es ist tatsächlich so, wenn Sie an unbewusste Prozesse heran wollen, dann geht das mit psychologischen Verfahren nur sehr schlecht.